Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Ja, im letzten Part, da waren wir in der Gruppentherapie und haben einige nützliche Dinge erfahren, mit denen wir hoffentlich irgendwas gegen Adrian machen können. Dazu aber erstmal später etwas. Wir wollten nochmal hoch. Das eine Stockwerk, in dem habe ich mich ja noch nicht so wirklich gut genug umgesehen. So. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Ich glaube, noch ein Stockwerk hoch war's. Und noch eins. Ja, war das hier? Ich glaube schon. Ich habe da nämlich noch was vergessen. Also da ist ein WC und was ist das hier? Ah, genau. Hier waren wir nämlich noch gar nicht drin. Was ist denn da drauf? Wahrscheinlich ein Bild von Dr. Marcel. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Der scheint ja nicht sehr beliebt zu sein. Bei seinen Mitarbeitern. Oh, guck mal, Harvey. Kaugummis. Ja, ich will nur nicht wissen, wie lange die da schon drin sind. Mag sich das Inventar jetzt mal wieder öffnen? Nö, mag sich scheinbar nicht. Doch, jetzt. Eine Münze haben wir nicht, schade. Aber Harvey... Schau mal, Kaugummis. Was hältst du davon, Harvey? Yippie! Künstliche Farbstoffe und chemische Geschmacksverstärker. Ja, genau. Eine Kaffeemaschine. Was haben wir denn hier? Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Ohne dich wäre ich stets krank. Ach so, okay. Seife haben wir hier auch noch. Glipschi Waldmeister 2-Phasen-Power-Gel. Okay. Können wir denn den Wasserhahn benutzen? Hallo, benutzen mal den Wasserhahn. Ja, geht. Vielleicht... Oh nein! Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Ach, schade. Jetzt ist der Wasserbecher weg. Na gut, schade. Funktioniert nicht. Na gut, egal. Schranktür. Können wir die denn benutzen? Hallo? Oh, da haben wir ja auch noch Zeug drin. Marmelade. Können wir die nicht nehmen oder so? Warum geht es nicht? Das wird mir nicht angezeigt, okay. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Eine Überraschung im Inneren der Packung? Dann schauen wir doch gleich mal rein. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Oh, super. Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Ja, bestimmt. Gut, den können wir eventuell noch gebrauchen. Aber hier können wir sonst nichts weiter machen, außer vielleicht das Fenster auf. Können wir da dann irgendwas machen, ansehen? Da geht's steil runter. Okay, wir lassen einfach mal das Fenster offen. Ach ja, das ist ein WC. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß schon, wofür dieses WC später noch nützlich sein wird. Jetzt aber erstmal, ja, jetzt erstmal nicht. Da können wir jetzt großartig gerade nicht viel machen. Später erstmal. Wir müssen jetzt erstmal zurück. Beziehungsweise erstmal weiter. Wir gehen gleich mal hier rein und schauen uns da mal etwas anderes genauer an. Puh. Wenn die Edna denn schneller durch die Tür gehen würde. So. Wir können uns mal die Monitorwand ansehen. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. So, so. Moment. Was ist der? Wir müssen mal schauen, welche Räume wir ausmachen müssen. Das ist doch der Wäscheliftraum. Den müssen wir ausmachen. Ich erkenne aber nicht, welcher Raum das hier ist.
Und den hier müssen wir ausmachen. Aber welcher Raum ist das denn? Ach, der Fernsehraum. Okay, der Fernsehraum und den Wäscheliftraum müssen wir ausmachen. Und noch einen Raum anschalten. Aber da erkenne ich nicht, welcher Raum das sein soll. Wir schauen einfach mal, ob wir nicht irgendwo einen dunklen Raum finden. Und schalten dann das Licht da an. So. Dann müssen wir wieder hinunter. Wie kommen wir jetzt denn da eigentlich rein? Schauen wir mal, ob wir da nicht irgendwie weiterkommen. Ob wir da nicht irgendwie wieder zurückkommen. Zum Wäschelift. Ansonsten müssen wir uns halt wieder fangen lassen. Aber das sollte ja kein Problem sein, denke ich mal. So, jetzt bin ich nur gespannt, welcher Raum ist es, den wir noch anschalten müssen. Ach Gott, ich weiß es echt nicht. Benutzen Wäscheliftsystem. Beam me up, Scotty. Funktioniert nicht. Und wenn wir nach unten gehen? Funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Gute Frage, aber gut, kommen wir jetzt nicht. Schade, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt uns fangen lassen. Noch haben wir ja nicht freien Zugang überall hin. Das ist leider ein bisschen... Also wir sind ziemlich eingeschränkt noch. Naja, was soll's. Wofür haben wir denn sonst die Wärter hier, die noch frei herumlaufen und die uns ruhig wieder zurückbringen können? Hallo? Auf geht's, raus mit uns. Oh, ein anderer diesmal? Hey! Nee, doch dir der gleiche. Ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ich bin gar nicht da, du hast mich gar nicht gesehen. Ich bin gar nicht da. Du hast mich nie gesehen. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist nur zu Besuch. Oder nein, warte, du bist der Neue, richtig, richtig? Ich habe es so... Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. Okay, und zack, werden wir zu den anderen gesperrt. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Na gut, kann ich nur nicht versprechen. Aber wir wollten ja auch genau hier hin. Um jetzt Dinge tun zu können, die wir so nicht tun konnten. Weil wir da nicht hinkamen. So. Also hier müssen wir das Licht ausmachen. Sehr schön. Stört auch niemanden, dass es ausgemacht wird. Jetzt muss ich nur mal schauen. Der versinkt immer noch im Selbstmitleid. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob da nicht einer der Räume vielleicht dunkel ist. Also hier nicht. Aber wir können mal ganz kurz was machen. Wenn wir schon hier unterwegs sind, können wir auch gleich noch was erledigen. Was sowieso noch hätte erledigt werden müssen. Von daher, schauen wir mal, da ist die zweite. Ja. Ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Oh je. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3 X. Was? Okay, das ist interessant.
Wie er das hinbekommt, das will ich nicht unbedingt wissen, aber naja, wir benutzen sie mal. Was soll ich schreiben? XXX. XXX. Okay. Gut. Damit haben wir einen neuen Cocktail bekommen. Barmann, ein Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? XXX bitte. Einen XXX bitte. Steht nicht auf der Karte. Doch. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich. Was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Tja. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich. Ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Oh je. Ach du meine Güte. Naja gut, wir können uns jetzt mal... Ich habe Angst, dass sich meine Netzhaut ablöst, wenn ich da zu nah rangehe. Ja gut, wir holen mal die Schaufel daraus. Der Barmann ist jetzt scheinbar weg. Gut, dann können wir auch verschwinden. Naja. Immerhin hat es geklappt, was ich wollte. Aber naja. Jetzt müssen wir nur mal schauen, ob wir da nicht irgendwo einen Raum finden, der noch dunkel ist. Also ich glaube nicht, dass es das WC hier ist. Nee, das dürfte es nicht sein. Weil hier können wir das Licht ja nicht anmachen. Aber vielleicht... Ach Gott, vielleicht in einem der oberen Stockwerke. Wir benutzen jetzt auf jeden Fall erstmal den Wäschelift, würde ich sagen. Aber gut. Ja. Wenn wir jetzt dann rauskommen, dann gleich den... Da kommt genau, der nächste Ausgang. Der nächste Ausgang ist es ja gleich. Wo wir auf jeden Fall auch das Licht ausschalten müssen. So. Hier müssen wir das Licht ausschalten. Es fragt sich nur, wo wir es dann noch anschalten müssen. Vielleicht ja in einem dieser... In diesem Stockwerk kann gut sein. Ach Gott. Schauen wir mal. Eventuell hier. Gibt es hier einen Lichtschalter? Ja. Probieren wir es mal aus. Oh nein, hier war es aus. Oh, okay. Dann machen wir es wieder... Also hier war es schon an. Es sah irgendwie so dunkel aus, deswegen, naja. Wir können mal die Wasserrechnung hier wieder abschalten. Gut. Welcher Raum war es dann? Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe das nicht erkennen können. Entschuldigung, da war mein Fuß gegen das Mikro gestoßen. Dann gehen wir mal hier rein und schauen hier nach. Ich bin mir echt nicht sicher, wo wir das noch machen können. Hier müsste es an sein, oder? Benutze Lichtschalter. Ja, jetzt ist es aus. Jetzt machen wir es wieder an. Weil hier war es ja an die ganze Zeit. Von daher schauen wir mal. Gibt es einen weiteren Raum hier? Da hinten wahrscheinlich nicht am Flurende. Da können wir wahrscheinlich kein Licht anmachen. Nope, hier gibt's keinen Lichtschalter. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ich habe echt keine Ahnung, aber wir gehen mal weiter. Und los geht's. Ich erkenne da aber auch jetzt nichts. Ich habe mir gerade das Bild aufs Handy geholt. Aber da erkennt man einfach gar nichts, was das sein soll. Da kommt der nächste. Es sind auf jeden Fall große Gegenstände in diesem Raum. Wir schauen jetzt einfach uns nochmal um. So, nun lassen wir uns nochmal vom Pförtner gefangen nehmen. So, wir gehen nach unten. Und schauen mal. Ja, magst du durchgehen? Dankeschön, liebe Edna.
Hier war es, glaube ich, nicht. Aber wir können trotzdem mal sicherheitshalber nachschauen, ob wir hier das Licht angemacht haben. Ja, aber dieser Raum ist es nicht. Und das Licht bleibt hier mal sicherheitshalber an. Ja, auch wenn der nicht wirklich, naja, egal. Schauen wir mal. Hier gibt es keinen Lichtschalter, so viel ich weiß. Aber wenn wir schon mal da sind, können wir gleich mal die Schaufel abgeben. Beziehungsweise unseren tollen Löffel. Wo haben wir ihn denn? Da. Hey, schau mal. Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Mühe. Dankeschön. Gut, wir kommen später wieder. Bis dann. Tschüss. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir den Raum finden, in dem ich noch das Licht nicht angemacht habe. Ach ja, das wird jetzt eine Aufgabe werden, den Raum jetzt zu finden. Naja, was? Da müssen wir durch. Ich kann mich aber auch an diesen Raum hier, den ich gerade im Handy nicht Handy sehe, nicht erinnern. Naja, egal. Ich glaube, das war einer der oberen Stockwerke. Ich bin mir da aber echt nicht sicher. Da können wir ja nicht durch. Nee, ich bin mir echt nicht sicher. Die Küche war sie nicht. Nee, war es nicht. Okay. Welcher Raum war es dann? Das ist eine gute Frage. Auf die finde ich gerade nur keine Antwort. Falls ihr das aber wisst, könnt ihr es mir ja... Ja, wobei, ich nehme gerade im Voraus auf, das geht dann schlecht. Das ist doof. Hallo, magst du jetzt mal durch den Gang gehen? Oh, manchmal ist das echt ein bisschen verbuggt hier. Also, tut mir leid, ich kann euch leider nicht um Hilfe fragen, weil ich im Voraus aufnehmen muss, weil ich nämlich demnächst im Urlaub bin. Aber wir können uns diesen Raum nochmal anschauen. Vielleicht war es der hier. Ich glaube es aber nicht. Nee, außerdem brennt hier das Licht. Und der schaut ganz anders aus. Nee. Der war es aber auch nicht. Nee, schaut auch anders aus. Aber wir können trotzdem mal rein und schauen. Nee, der war es nicht. Da gibt es nämlich auch keinen Lichtschalter, wenn ich das richtig sehe. Gut. Gut, dann gehen wir weiter nach oben. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Also, vielleicht können wir hier nochmal was erkennen, aber ich bezweifle es, weil der Raum ja da dunkel ist. Aber naja. Ja, nee, ich erkenne da nichts. Aber uns fehlt nur noch dieser eine Raum. Dann haben wir das Rätsel gelöst. Und daher müssen wir einfach mal schauen, ob wir da nicht den Raum finden, der es ist. Die Küche war es ja nicht, der Pausenraum hier. Nee. Hier haben wir ja auch keinen Lichtschalter. Keine Ahnung. Das müsste mit einem Fenster auf der rechten Seite sein. Bin echt überfragt. Ich bin echt überfragt, wo das ist. Also da nicht. Und das Büro vom Dr. Marcel wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass es das nicht ist. Und in diesem Raum hier haben wir ja
Weil hier haben wir keinen Lichtschalter. Gut, das ist es nicht. Ich finde aber, wir haben das Büro wunderschön verschönert. Es fragt sich nur, wo... Also in dem Raum haben wir ja das Licht angelassen. Oder? Gut. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal rein können. Wir probieren es aber einfach mal. Nur um zu gucken, was da jetzt los ist. Gehen wir mal zum Schacht und schauen rein. Ich glaube nämlich... Ich muss das nochmal auf dem anderen Bild anschauen. Hallo Edna, magst du durch das Rohr gehen? Danke. Also manchmal ist das echt ein bisschen schlimm. Aber nee, das scheint es auch nicht zu sein. Nee. Das Bild sieht anders aus. Außerdem wäre es irgendwie irrsinnig, weil da kommen wir ja nicht mehr wirklich rein. Da ist ja der Stiesel drin. Da haben wir ja den Stiesel eingesperrt. Aber welcher Raum es dann sein könnte? Gute Frage. Das ist echt ein bisschen knifflig, muss ich sagen. Das ist echt ein bisschen knifflig. Da können wir nichts machen. Da ja auch nichts. Das ist echt eine Herausforderung. Na gut, ja. Da ich jetzt nicht weiß, wo das jetzt ist, werde ich an dieser Stelle aber auch einen Schnitt machen und mir Gedanken machen, wo das sein könnte. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!